Willkommen bei Wichtige Monumente in Kyrene. Das Heiligtum des Apollon liegt am Rande des Plateaus von Kyrene, das Mittelmeer überblickend. Man gelangte entweder über die Straße von Apollonia und die Nekropole oder über den geheiligten Weg dorthin, der von der Agora kam. Die zahlreichen Tempel und Statuen der Stadt spiegeln die diversen Einflüsse der griechisch-römischen und ägyptischen Kultur über die Jahrhunderte wider. Tempel, die Apollon, Kyrene oder Zeus gewidmet waren, standen neben denen ptolemäischer Gottheiten wie Serapis oder Isis. Zahlreiche Brunnen waren mit Statuen geschmückt, unter ihnen auch die Schutzgöttin und Namensgeberin der Stadt, Kyrene. In das Heiligtum mit dem Brunnen des Apollon gelangte man durch einen Propylon genannten Torbau. Der Sonnengott Apollon war sowohl für die Griechen als auch für die Römer von großer Bedeutung. Das Heiligtum, das man zu seinen Ehren errichtete, galt als unantastbar. Der imposante Tempel wurde auf einem Felsen erbaut und war mehr als 200 Meter lang und etwa 50 Meter breit. Umgeben war er von einem monumentalen Säulengang im dorischen Stil. Von Archäologen freigelegte Abschnitte deuten darauf hin, dass die Säulen um 115-116 unserer Zeit restauriert wurden. Der Altar befand sich vor dem Tempel. Beide sind etwa gleich alt, wurden jedoch zu unterschiedlichen Zeiten restauriert. Zu Ehren des Apollon wurden jedes Jahr zahlreiche Stiere auf dem Altar geopfert. Die Spuren des Rings, den man nutzte, um die Tiere zu binden, sind bis heute zu sehen. Die während der römischen Ära entstandene Statue des Apollon mit Kithara wurde in der Nähe des Tempels entdeckt und gilt als bedeutender archäologischer Fund. Als man die Statue fand, war sie in mehrere Teile zerbrochen. Die meisten Fragmente wurden gefunden und zusammengesetzt. Heute ist die Skulptur im British Museum zu sehen. Das Team orientierte sich beim Entwurf des Bildnisses an der aktuellsten Rekonstruktion und platzierte die Statue des Schutzgottes im Inneren des Tempels. Das Amphitheater von Kyrene liegt auf den Terrassen von Myrtosa, neben dem Heiligtum des Apollon.
Es wurde im 2. Jahrhundert auf den Überresten des alten Theaters erbaut. Ursprünglich eine Theaterbühne, baute man es zum Amphitheater um, als man Geschmack an den römischen Gladiatorenkämpfen fand. Epdemenois, und dann? An beiden Seiten des Amphitheaters gab es Eingänge. Zum Schutz vor den in der Arena tobenden wilden Tieren ersetzte man die ersten beiden Sitzreihen durch eine Mauer. Der Tunnel, durch den Tiere und Gladiatoren zogen, verlief um das Theater herum, anders als beim römischen Kolosseum, wo dieser unterirdisch verlief. Im Untergeschoss wurden sowohl Tiere als auch Gladiatoren untergebracht. Es gab sogar Aufzüge, mit denen man Käfige ins Zentrum der Arena hieven konnte. Da das ursprüngliche Theater nahe an einer Klippe lag, ließ die Erweiterung keinen perfekten Kreis zu. Stattdessen verband man Halbkreise zu einem Oval. Diese elliptische Form garantierte immer noch beste Sicht von allen Plätzen aus. Aus technischen Gründen entschied sich das Team für eine kreisrunde Konstruktion und nutzte die römischen Arenen als Referenz. Πάντες γαργινός που συμφιλεγγυρίζει το υπουργείο.